Servus Leute, wir sind wieder zurück bei der Planer Industrieimperium. Ja, letzten Part haben wir einige Investitionen gehabt. Oh, wieso kann ich jetzt nicht? Okay, jetzt geht's wieder. Haben wir einige, das Nummer 70.000, das sollten wir wieder ein bisschen ausgleichen. Und deswegen nehmen wir auch gleich die ersten Anfragen entgegen. Meine Rohstoffe, Lebensmittel, das ist wichtig. Kann ich mir das kann ich machen. Das haben wir gesagt, machen wir nicht. Hühnerfleisch haben wir auch nochmal 300. Bis zum 8. wird es ein bisschen knapp werden. Das lassen wir. Kartoffeln haben wir da wieder. Vorrat auch nichts. Das kann ich, das weiß ich. Kartoffeln kann ich nicht. Boah, 600. Die wollen jetzt Wahnsinnsmengen haben. Hühner können wir auf jeden Fall, das weiß ich. Die können wir. Da kann ich nichts annehmen. Ich weiß nicht, wie es mit denen ausschaut. Das können wir annehmen auf jeden Fall. Äpfel brauchen wir nicht nachschauen. Tomaten haben wir auch nur 300 mehr. Die können wir aber annehmen. Da können wir nichts mehr annehmen. Weizen. Boah, ist auch schon wenig. Müssen wieder mal vorspulen. Wir haben jetzt relativ viel verkauft die ganze Zeit. Unsere Lager sind ziemlich leer. Hühner brauche ich nicht nachschauen. Das muss ich schon nachschauen. 500, das geht aber auch noch. Mais. Da habe ich auch noch mehr als genug. Das geht nicht. Da geht's noch einmal, wenn nicht da. Das geht auch. Hühnerfleisch mit 495. Da habe ich nur 300, soweit ich weiß, ja. So, dann schauen wir noch einmal da hinein. Das wird auch schon. Bin mir nicht sicher, das Wurst wird sich schon ausgehen. Das geht nicht. Getreide haben wir zu wenig. Wenn ich nicht täusche, genau. Da haben wir genug, das weiß ich. Paradies haben wir auch. 320 gingen sich aus. Passbestellungen sind fertig. Wieder Geld verdienen. Dass wir in die nächsten Investitionen rein können. Und einmal das Level abschließen. Auf jeden Fall. Das sollte sich jetzt nachher bald ausgehen. Und ich hoffe, dass wir dann eine neue Technologieforschung auch bekommen. 460. Sie ist halt Darmstadt, braucht jetzt auch schon große Mengen. Zahlen halt aber nicht so gut wie vielleicht Marktstation Süd. Natürlich sollte ich es vielleicht nach Preis sortieren, aber ich will die eine Stadt jetzt einmal vergrößern. Ich vermute trotzdem, dass sie besser zahlen, wenn sie größere Mengen abnehmen nach einer Zeit. Man sieht hier, die Marktstationen sind eigentlich die bestzahlenden zurzeit und ich schätze, dass das nachher bei den großen Städten auch so der Fall sein wird. 300, die haben wir gesagt, das geht sich da noch aus. So, Kohle. Und jetzt sind wir dann schon ziemlich am Ende von unseren Transportern. Holz können wir immer, Hühner können wir eigentlich auch immer. So, da habe ich einmal abgeholt, dann lassen wir da abholen. Was, 24 Hühner gleich. Das habe ich gar nicht geschaut, dass es so viel will. Da habe ich nichts. Holz geht immer. Ich habe auch nicht mehr viel auf Vorrat, soweit ich gesehen habe. Mais haben wir noch viel auf Vorrat. Kohle können wir gerade nicht, das können wir alles gerade nicht. So, die sind wieder da. Abmarsch. Mais können wir jetzt wieder. 92 Abmarsch. Der sendet noch. Der wird auch noch senden. So, da wird der nächste da sein. Passt, da können wir auch wieder zwei. Was will der? Oh mein Gott, 300. Jetzt müssen wir mal produzieren wieder. Das hat keinen Sinn. So, da haben wir noch genug, aber da haben wir keinen. So. Wieso geht sich der. Warte mal, kurz mal den einen stoppen, weil irgendwie ist da beim Holz. 44? Na. Oh ja, da haben wir zu wenig gehabt, Holz. Schauen wir mal, 13.8. Ja, bis zum 13.8. dann geht es sich schon aus. Hoffe ich. Wir müssen jetzt eher ein bisschen vorspulen, dass ich wieder Zeug bekomme. So, das ist auch fertig. Passt. Mal stoppen. Wir haben jetzt wieder 82.000, wir haben genug da, wir haben genug Geld. Wir haben 14 Arbeitslose, ist ein bisschen viel. Da hätte ich nicht alle annehmen sollen.
Wir sind fast im nächsten Level, ein bisschen fehlt uns noch. Und dann bekommen wir einen großen Pritschenwagen, Wohngebiet und Papierfabrik. Wohngebiet hört sich gut an. Wir haben 20 und wir haben nur 7 Schweine. Der versendet mir da zu viele Schweine hin. Der hat zu wenig. Ah, der sendet mir auch zu wenig Kühe dahin. Das ist ganz schlecht. Wie mache ich, dass ich mehr Schweine bekomme? Soll ich mal aufs Fleisch? Bei Schweinen ist ja nicht, aber bei Kühen. Ich lasse mal da die Produktion vom. Ich sag denen mal, stopp da. Der soll das nicht machen. Dass ich da mal Kühe zumindest bekomme. Weil das sind ja eh so eine langsame Produktion. So, stopp. 10 Jahre Einfertigkeitspunkt. Sie besitzen 10 Jahre, was? 10 Jahre besitzt man das Ganze schon. Cool, ein Fertigkeitspunkt, den müssen wir natürlich gleich vergeben. Und wir werden den vergeben in. Bin da noch ein bisschen. Produktionsgeschwindigkeit von Lebensmitteln. Eigentlich Tierproduktion wäre am besten. Schnellere Tierzucht. Jetzt ist die auf 10%, das ist nämlich schon einmal gut. Was wir dann machen, weiß ich noch nicht. Fleischproduktion, erhöhte Produktion mit Milchprodukten. Ölprodukte, Papierprodukte, Stoff. Boah, es gibt so viele Punkte zu vergeben. Wir müssen da mal oben nachschauen, ob die eh noch alle was zum Produzieren haben. Halt zum Rausholen. Was ist da eingestellt? Oh, okay. Dann sollte er das mal machen. Der hat auch nicht mehr viel. Was ist da eingestellt? Passt. Ich habe mir schon überlegt, ob ich da nicht einfach überall alles mache, jetzt schon langsam. Und dann geht es halt bedeutend langsamer von der Menge her. Bei jedem. Und ich muss dann die Mengen zusammensetzen und das auch, das habe ich keine Lust. So, jetzt sollte da wieder überall produziert werden. Müssen wir noch irgendwo schauen wegen den Rohstoffen? Eigentlich nicht. So, keine Forschung, das ist klar. Schauen wir mal da, da haben wir 24 Kühe und 4 Schweine. Es wird immer weniger, die Schweine. Deswegen werden wir da jetzt mal, ist mir egal. Der soll mir nicht 10 schicken, sondern höchstens. Ja, 5 alle 24, alle 400 Stunden. Dann sollte sich da ein bisschen die Produktion erhöhen. 80, wieso kriegen wir da nicht mehr raus? Wir können 800 lagern. Ah, der bekommt nichts mehr. 36 hat kein Eisen. Oh ja, 36 hätte Eisen noch. Aber schauen wir mal, wo wir jetzt produzieren. Wo produzieren? Wir produzieren hier 6. Ah, das ist zu wenig. Machen wir 25. Soll er mal schicken. Irgendwie 9 ist zu wenig. Weil da steigt da fast gar nichts. So. Und da jetzt wieder ein Haufen Rohstoffe. 30, das passt, das steigt auch. So, dann machen wir da Kartoffeln dazu. Das ist gleich fertig. Noch nicht fertig. Das dauert auch noch und da dauert es auch noch. Die produzieren eh brav, die produzieren auch das. Verstehe nicht, warum der da so hängt jetzt gerade. Ah, okay. Der hat nicht funktioniert, so wie das ausgeschaut hat. Weil jetzt geht das da auch rauf und jetzt produziert der auch. Da war irgendwo, da habe ich vergessen zum Start drücken. Beim ersten Mal muss man Start drücken, da ist der Timer nie gegangen. So, dann ist das aber zu viel. Können wir da mal runtergehen. Auf 15. Schauen wir, ob das jetzt mehr wird oder weniger. 16, 15 könnte passen, er braucht 10, circa alle 20 Stunden, so Pi mal Daumen. So lassen wir es einmal eingestellt. Ja, lassen wir es einmal so eingestellt. So, jetzt schauen wir mal, wo wir Stahl verkaufen können. Weil wir haben da 96. Alle Städte Stahl. Stahl. S-Duck. Goldfelder Süd. Machen wir Süd oder machen wir Nord? Machen wir Süd am besten. Na, Süd geht, boah. Die wollen Mengen haben. Dann machen wir mal die ganz kleinen da. Bis
weiß nicht, warum die Süd so extreme Mengen haben will. Ich hoffe, wir haben da jetzt, wir haben da gleich noch einen Transporter. Scheiße. Wir brauchen noch Transporter. Wir brauchen noch Pritschenwagen, sind die Tieflader. Tieflader. Ja, das bringt nichts. Kaufen wir 4 Stück. Die habe ich jetzt gar nicht geachtet, dass ich da andere brauche. Sofort senden, weil sonst geht es sich bis zum 15. nicht aus. Sind zwar eh nicht viele, ist keine großen Mengen. Und wir nehmen auch nicht sehr viel ein. Ist jetzt die Gesamtsumme 500, aber es ist ein bisschen was. So. Ich sollte vielleicht ein bisschen langsamer werden. Da, Rinsfurt, die Stadt ist gewachsen. Perfekt. So, wir haben noch am 28. und am 23. Ich hätte es sogar vorspulen. Tun wir auf der 1er Stufe zumindest. Dann produzieren sie wenigstens auch genug. Meine Städte. Halt meine Industrie. Die wird zwar ziemlich voll jetzt schon sein bei einigen Produkten. So, Abmarsch mit dir. Jetzt werden wir mal schauen, wie viel. 72 haben wir da noch. Der ist gleich voll, da sollen wir dann Mais dazu produzieren. Das ist auch voll, der macht mal Paradeiser dazu. Der macht schon was dazu. Und der braucht noch was, aber der macht mal dabei Weizen dazu. Das schaut gut aus. So. Der schaut auch gut aus, das passt jetzt auch von der Produktion. Molkerei kann ich nicht. Da haben wir erst 39. Und da haben wir 8, das schaut jetzt auch besser aus. Leder können wir mal verkaufen. Leder und Schweinefleisch, Hühnerfleisch. Markt. Wahrscheinlich kann ich Leder, wird Leder keiner so abkaufen, wenn man das irgendwie. HCDFGHIKL. Okay, gibt's gar nicht. So, Leder kann man so nicht verkaufen, ist einmal gut. Das bedeutet, wir müssen nach Hühnerfleisch schauen. Alle Städte. Wie viel haben wir? 1300. Das sind 1500 schon. Dann Stadt. Kriege ich die 1500 zusammen bis zum 23. Ja, soll sich ausgehen. So, und das haben wir noch gesagt, wir müssen. Und Schweinefleisch wollten wir noch verkaufen. Schweinefleisch hätten wir 1000. Will keiner. Oder wegen den kleinen, halt in der kleinen Menge nicht. So, dann gleich einmal Auftrag auf. Geben wir aber zuerst die 500, die sind früher fällig. Ein bisschen was schaue ich schon jetzt. Und dann machen wir den nächsten Auftrag mit 996. Der soll jetzt einfach so lang hinschicken, bis er es fertig hat. Einfach Geschwindigkeit einmal. So. Stimmt, Kühe produziere, liefere ich jetzt gerade nicht, dass die mal mehr werden da. Und ich hoffe, dass die. Ich bitte Schweine auch einstellen. Dabei die Lieferung von Schweinen. So. Was war das? Achso, das ist eine, ist ein Auftrag. Der läuft gerade. Ja, Eier, aber Eier will keiner haben. Vermute ich mal. Ja, genau. War zu erwarten. Weiß nicht, was ich mit den Eiern noch machen kann. So, da haben wir jetzt einiges an Rohstoffen wieder. Schauen wir mal zur Darmstadt hinüber, ob die eh noch gewachsen sind. Ja, 17.000. Was denn die ganz dringend brauchen? Eigentlich von überall ein bisschen was. Aber die Milch muss ich endlich einmal liefern. 9% Wachstum. Das ist Goldfelden. Okay, das Goldfelden wäre auch nicht so weit weg. Und das ist die Marktstation Süd. Wie groß wird denn die da überhaupt noch? Okay, die wird nicht mehr so groß. Das wird nur Goldfelden, wird riesig. Aber das. Nein, X. Ich weiß nicht, was für ein Land ich da jetzt
verkaufen hätte können. Molkerei, Stahlwerk. Ja, wir haben jetzt alle. Nur das ist mir zu wenig. 40. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich eine zweite Tierfarm bauen soll oder nicht. Aber ich glaube nicht und wir werden im nächsten Part dann weitermachen. Das war eine unnötige Investition. Wir haben zwar die 140 einsammeln können. Milch werden wir als Bonus-Item bekommen haben. Wir haben keine Fertigkeitspunkte. Erfolge müssen wir schauen, was wir 20 unterschiedliche Gebäude. Wir haben aber, wenn ich nicht täusche, alle Gebäude einmal zumindest gebaut. Sägewerk. Na, Sägewerk haben wir auch. Das ist ja das Holzproduktion. Stahlwerk, Molkerei, Solaranlage, Wasserpumpe. Das Einzige, was wir nicht gebaut haben, ist, fällt mir gerade ein, das Kohlekraftwerk. Aber das Kohlekraftwerk wollte ich nicht bauen, weil wir Umweltverschmutzung brauchen nicht. Ja, und im nächsten Part geht es dann weiter bei der Plan Industrieimperium. Bis dann.